Die Praios-Scheibe hatte sich noch nicht komplett über den Horizont geschoben, als Vanya, Aurea und Ektor von der Dienerschaft, die sich anschickte, ihr Tageswerk zu beginnen, aus dem Schlaf gerissen wurden. Aurea streckte sich und lauschte dem Getrappel von Füßen auf der Treppe. Sie wartete ein paar Augenblicke und wandte sich dann an Vanya. »Guten Morgen. Na, gut geschlafen?« »Guten Morgen? Ja, ganz gut. Auch wenn diese Janna geschnarcht hat wie ein Holzfäller. Dagegen ist Ektor echt ein Waisenknabe.« »Das habe ich gar nicht gehört. Ich muss wohl gleich eingeschlafen sein.« »Bist du. Und du hast dich an dem Schnarchkonzert auch fleißig beteiligt.« »Das tut mir leid. Du, Vanya, hör mal. Mein Vorschlag, dass du dich um Melinkas Wäsche kümmerst, um ins Gespräch mit den Mägden zu kommen. Ich weiß, was ich da von dir verlange. Es war einfach eine spontane Eingebung. Aber wir finden sicher auch eine andere Möglichkeit. Ich könnte das auch machen, dann gehst du mit Ektor in die Ansiedlung und ihr könnt mir ja dann erzählen, was ihr herausgefunden habt. Ich möchte nicht, dass du böse auf mich bist.« »Ich gebe ja zu, dass ich mir etwas Besseres vorstellen könnte, als Melinkas Wäsche zu waschen. Aber andererseits haben wir alle gemeinsam beschlossen, dass ich als ihre Zofe auftrete. Und da gehört das wohl zu meinen Aufgaben. Ja, ich war gestern wütend, aber doch nicht auf dich. Mich hat das einfach alles aufgeregt, wie sehr sich ich kann es gar nicht sagen, in ihre Rolle in diesem Theaterstück gefällt. Na geht doch, ich will eine lächelnde kleine Zofe haben, nicht wahr? Ach, ich könnte ihr jedes Haar einzeln ausreißen. Was findet Leowin nur an ihr?« »Das kann ich dir leider nicht sagen. Da müsstest du vielleicht Ektor mal fragen.« »Der kann doch selber kaum seine Augen von ihrem Hinterteil lösen. Ich habe schon versucht, mit ihm darüber zu reden, aber in manchen Dingen sind Männer einfach alle gleich. Dabei hatte ich immer gedacht, er wäre anders. Naja, wir sollten wohl langsam aufstehen. Ich glaube nicht, dass es unseren Plänen zuträglich ist, wenn uns die Hausangestellten für faules Gesindel halten. Und Aurea, mach dir keine Sorgen. Ich bin dir nicht böse. Also nicht richtig oder nicht für lang. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Manchmal spüre ich so richtig viel Wut in mir, ohne dass es dafür einen richtigen Grund gibt. Der Überfall hat mich wohl mehr erschreckt, als ich gedacht habe. Und danach hatten wir kaum mal richtig Ruhe. Ständig passiert irgendwas.« »Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber so ist es in den Geschichten doch auch oft gewesen. Und die Helden sind trotzdem nicht verzagt, solange sie Freunde und Gefährten hatten, die zu ihnen gestanden sind.« »Du hast recht. Vielleicht können wir ja ein bisschen durchatmen, wenn wir die Kinder befreit haben.« »Da bin ich mir sicher. Oder ich hoffe es doch. Nicht, dass unsere Freundschaft an diesem Abenteuer zerbricht.« »Oh, Aurea, mach dir darum doch keine Sorgen. Wir kennen uns doch schon unser ganzes Leben lang. Da haben wir uns doch schon öfter gekabbelt und dann wieder vertragen. Warum sollte es jetzt anders sein?« »Weil wir langsam keine Kinder mehr sind, sondern erwachsen werden. Und es fühlt sich so an, als würde das nun schneller gehen, seit wir Allenruh verlassen haben. Früher wäre es dir egal gewesen, welchen Rücken Ektor hinterher schaut. Da hättest du ein wenig über ihn gespottet und das wäre es gewesen. Und jetzt bekommen deine Augen dieses zornige Funkeln, wenn du daran denkst, welchen Eindruck Melinka wohl bei ihm hinterlässt.« »Ach, so schlimm ist es nicht. Ich bin wohl einfach nur ein wenig überreizt. Sobald wir dieses hinterhältige und falsche Fräulein wieder losgeworden sind, geht es mir sicher besser. Und jetzt komm. Ich denke, wenn wir noch ein Frühstück bekommen wollen, dann sollten wir wohl besser aufstehen.« Nachdem sie sich fertig gemacht hatten, trafen die beiden jungen Frauen im Flur auf einen hungrigen Ektor, der bereits ungeduldig auf sie gewartet hatte, da er ungern ohne sie hatte frühstücken wollen. »Guten Morgen, die Damen. Na, habt ihr auch gut geschlafen?« »Den Umständen entsprechend. Hast du auf uns gewartet?« »Natürlich. Immerhin sollten wir doch noch besprechen, was es heute zu tun gibt, oder?« »Richtig. Ich schlage vor, nach dem Essen schauen wir erstmal nach Leowin.« »Ja, um den Schein zu wahren, solltest du sowieso schnell nach Melinka sehen, da du ja ihre Zofe bist.« »Ja, da hast du wohl recht. Danach schaue ich mich hier in der Burg mal ein bisschen um.« Wie wär's, Ektor, wenn wir beide uns dann draußen umsehen? Ein Stockwerk weiter unten wurde auch Melinka durch die Geräusche des erwachenden Haushalts des Herrn von Sturzenstein geweckt. Sie fühlte sich frisch und ausgeruht, hatte sie doch in ihrem Leben bisher in keinem so bequemen Bett gelegen. Ob die Betten auf Leowins Anwesen wohl auch derart beschaffen waren? Dieser Gedanke ließ sie stutzen. Ihr fiel auf, dass er bisher recht wenig darüber erzählt hatte, wo er eigentlich lebte. Sie war so sehr von den Erzählungen seiner Heldentaten und Abenteuer gefesselt gewesen, dass ihr das bisher nicht aufgefallen war. Sie wollte ihn aber jetzt nicht allzu offensichtlich ausfragen. Nachher hielt er sie noch für gierig und überlegte sich das mit den beiden nochmal. Nein, nein, sie musste es geschickt anstellen. Melinka warf einen Blick zu Leowin, der auf dem Sessel noch leise vor sich hinschnarchte. Beide hatten beschlossen, dass es besser wäre, wenn sie den Schein wahrten und nicht in einem Bett von irgendwem erwischt werden würden. Immerhin hatte Leowin den Anstand gehabt, ihr das große Bett zu überlassen. Leise glitt sie aus dem Bett heraus, wickelte sich in einen Umhang und ging zur kleinen Kommode herüber, auf der Leowins Hab und Gut gelagert war. Die große Satteltasche und der Rucksack, den er immer hütete wie seinen Augapfel. Noch einmal huschte ihr Blick auf den schlafenden Ritter. Was sie wohl bei den Sachen finden mochte? Vielleicht ein paar Hinweise auf seine Familie in Gareth. Neugierig und leise öffnete sie die Satteltasche. Allerlei Krimskrams, Spielwürfel, Handschuhe, mehrere Bunthauben, unwichtiges Zeug, aber keine Sporen. Merkwürdig. Melinka war sich sehr sicher, dass die Leute immer erzählten, dass ein Ritter sich seine Sporen verdienen müsste, bevor er seinen Dienst antrat. Naja, vielleicht waren sie in dem Beutel weiter nach unten gerutscht oder so. Sie schob ihre Hand tiefer in den Ranzen und ertastete plötzlich eine flache Lederrolle. Neugierig zog sie sie hervor. Es waren in Leder eingebundene Papiere. Als sie sie ausfaltete, rollte ein Ring mit breiter Oberfläche heraus. Schnell fing sie ihn auf, bevor er zu Boden fallen konnte. In der Oberfläche war ein Wappen eingeritzt. Dasselbe Wappen wie auf Leowins Schild. Vorsichtig legte sie ihn beiseite und betrachtete die Papiere genauer. Sie waren schön hergemacht und trugen verschiedene Wappen. Ein Kriegerbrief, ausgestellt von der Hohen Festumer Kavaliersakademie zu Neersand. Aha. Festum also, nicht Gareth. Naja, auch eine große Stadt. Und Neersand, das liegt doch auch im Bornland. Hm, seltsam. Warum 2 Städte im Bornland? Und was ist das? Ein Empfehlungsschreiben von der Marktgräfin von Rommilys für besondere Verdienste um das Wohl der Familie Rabenmund und der Kriegerschule zu Rommilys. Wir können uns glücklich schätzen, so einen tüchtigen Jahrgangsbesten zu haben. Bei den 12. Leowin ist wirklich ein wahrer Held, wie es scheint. Hm, und hier? Oh, das Wappen ist schön. Eine Auszeichnung für 12 göttergefällige Taten zur Aufnahme in die Ruhmeshalle von Arivor von Markgraf Gernot von Meersingen-Eberstamm. So viele verschiedene Adlige, die bezeugen, wie herausragend Leowin ist. Und... oh, das ist komisch. Ein zweiter Kriegerbrief? Akademie der Kriegs- und Lebenskunst zu Finsalt. Horasreich? Moment, wie hat er denn im Bornland und im Horasreich eine Ausbildung machen können, wenn er Jahrgangsbester in einer mittelreichischen Schule in Rommilys war? Sehr eigenartig. Hat er etwa an mehreren Orten eine Ausbildung gemacht? Aber warum? Und wie? Melinka blinzelte, als sie die Kriegerbriefe erneut überflog. Sie wusste nicht genau, wie alt Leowin war, aber die Jahreszahlen dürften in etwa hinkommen. Wie hatte er es geschafft, 3 Ausbildungen zu absolvieren und noch dazu alle innerhalb eines Jahres? Und wo war der Stammbaum oder der Adelsbrief? Schnell blätterte Melinka durch die verschiedenen Dokumente. Sie konnte nirgendwo das Wappen der von Elsternberge ausfindig machen. Es war nur auf dem Ring. Sie hob ihn hoch und sah ihn noch einmal an. Irgendwie schien er zu klein für Leowins Finger zu sein. Ihr mochte er aber passen. Wie einen Ehering steckte sie sich ihn auf den Finger und betrachtete ihn gegen das Licht. Er passte wie angegossen. Sehr schick. Melinka von Elsternberge. Das klingt doch gut. Wo bin ich? Wer? Ah, du bist es. Guten Morgen. Naja, aua. Oh, Rasch steckte Melinka die Papiere wieder in den Rucksack zurück, griff zum Wasserkrug, der ebenfalls auf dem Tisch stand, und drehte sich zu Leowin um. Den Ring an ihrem Finger vergaß sie in der Eile völlig. Guten Morgen, Melinka. So früh schon auf den Beinen? Guten Morgen, mein Liebster. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Möchtest du auch einen Schluck Wasser? Ja, danke. Wasser hilft bestimmt beim Wachwerden. Oh weh, ich habe schon mal besser geschlafen. So ein Sessel ist nicht so ideal. Das tut mir wirklich leid. Aber du hast ja auf den Sessel bestanden. Und du hattest ja recht gestern. Wir müssen daran denken, den Schein zu wahren. Und ich glaube nicht, dass dieser alte Griesgram unschickliches Verhalten unter seinem Dach billigen würde. Und wie sollst du denn den armen Kindern helfen, wenn er uns hinauswirft? Ja, der Schein muss gewahrt werden. Ach, mein Rücken. Früher, da konnte ich auf dem blanken Boden schlafen und bin am nächsten Morgen aufgesprungen, geschmeidig wie eine Katze. Ach, das bist du doch immer noch. Komm schon, hoch mit dir. Meine Mutter sagt immer, dass es nichts Besseres gegen einen steifen Rücken gibt, als ein wenig Bewegung. Und du willst ja sicher nichts Gegenteiliges behaupten. Es würde mir im Traum nicht einfallen, Kritik an deiner Mutter zu üben, liebste Melinka. Aber wohin möchtest du mich denn führen, so ganz ohne Frühstück und in diesem Aufzug? Na, auf die Balustrade, die direkt vor unserem Fenster liegt. Dort können wir ein wenig frische Luft schnappen, bis Vanya auftaucht, um mir zu helfen. Außerdem hat man von dort sicher auch einen guten Blick auf die Ansiedlung. Vielleicht ist dort heute Morgen ja mehr los als gestern Abend. Oder du machst dich einfach selbst fertig, so wie du es bisher auch immer getan hast. Und wir machen nachher einen richtigen Spaziergang. Also Leowin, ich bitte dich. Was würden die Leute hier denn denken? Ich meine, welche edle Frau kümmert sich denn selbst darum, präsentabel zu sein? Nicht, dass noch Gerede aufkommt. Ich weiß deine Einsatzbereitschaft wirklich sehr zu schätzen, aber meinst du nicht, dass du ein bisschen zu sehr in deiner Rolle aufgehst? Was genau möchtest du damit sagen? Ich versuche doch nur meinen Teil dazu beizutragen, dass wir diese armen Kinder bald retten können. Und da ist es ja wohl ausgesprochen wichtig, dass unsere Tarnung nicht auffliegt. Da hast du natürlich völlig recht, meine Liebe. Versuch trotzdem, den Bogen Vanya gegenüber nicht zu sehr zu überspannen. Und jetzt lasst uns nach draußen gehen und diesen schönen Tag genießen. Wie es sich für einen Herrn seines Standes gehörte, ließ Leowin Melinka den Vortritt und betrat dann dicht hinter ihr die Balustrade. Die Luft war von dem Zwitschern der Vögel erfüllt, in das sich das rhythmische Schlagen eines Schmiedehammers mischte. Aus einem der größeren Häuser konnte man das Grunzen von Schweinen hören. Das musste der Stall sein, in dem auch Hippolyta untergebracht worden war. Leowin konnte sehen, wie die Menschen zwischen den Hütten umhergingen. Von Schwarzpelzen allerdings war keine Spur zu sehen. Möglicherweise hatten sie ja Anweisungen bekommen, verborgen zu bleiben, solange sie auf der Burg waren. Umso wichtiger war es, sich gründlich in dieser Ansiedlung umzusehen. Gut, dass Aurea und Ektor das übernehmen wollten. Sie würden bei weitem nicht so viel Aufsehen erregen, wie er als Ritter es tun würde. wenn sie recht hatten und hier tatsächlich Kinder gefangen gehalten und Experimente mit ihnen durchgeführt wurden. Wussten die Bewohner der Ansiedlung davon? Und falls ja, sahen sie dann einfach so darüber hinweg? Wo bleibst du denn? Ich rede mit dir, bekomme keine Antwort und als ich mich dann umdrehe, muss ich feststellen, dass du hier wie zur Salzsäule erstarrt stehst. Siehst du dort etwas? Nun komm, die Balustrade scheint um das Haus herumzuführen. Verzeih, ich war in Gedanken versunken. Oh, du meinst, es ist ein kompletter Umlauf? So sieht es zumindest aus. Vielleicht können wir das gemeinsam herausfinden, wenn du mich jetzt begleitest. Da fällt mir ein, du hast mir bisher recht wenig über das Anwesen deiner Familie erzählt. Ich meine, ich möchte natürlich so oder so den Travia-Bund mit dir schließen. Aber ein wenig neugierig bin ich schon. Erzähl mir doch mal ein wenig von deiner Heimat. Gibt es ebenso viele Bedienstete, wie der Herr von Sturzenstein hat? Oder ist das Anwesen womöglich sogar noch größer? Du musst mir alles darüber erzählen, mein Liebster. Nun ja, wie sag ich das am besten? Also, das Anwesen meiner Familie, mir... Ich denke mal, es ist vergleichbar mit dem hier. Ja, ich glaube, das kann man behaupten. Und was die Anzahl der Bediensteten angeht, nun, das ist nicht unbedingt ein Faktor, an dem man etwas bemessen kann. Das hat auch ein wenig mit den Ansprüchen zu tun, die man so stellt. Aber schau doch, du hattest recht, das ist wirklich ein kompletter Umlauf. Und führen dort nicht Treppenstufen nach oben zu dem Turm? Das sieht ganz so aus. Lass uns hinaufsteigen. Von dort hat man sicher einen herrlichen Blick über das Tal. Meinst du wirklich, dass wir das tun sollten? Die drei haben doch erzählt, dass es wohl einige Bereiche gibt, von denen wir uns besser fernhalten sollten. Wir wissen ja nicht, wohin diese Treppenstufen führen. Nachher genau in so einen Bereich. Bist du ein Ritter oder ein Feigling? Was soll denn schon groß passieren? Im Vergleich zu den drei Ausreißern sind wir schließlich der Herr Leowin von Elsternberge und seine Verlobte. Ich glaube nicht, dass sie sich trauen, mehr zu tun, als uns freundlich darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um Privatgemächer handelt, die wir zu respektieren haben. Außerdem ist hier doch niemand. Aber wenn du nicht möchtest, ich gehe auch alleine. Sieh mal, die Stufen führen da hoch. Scheint eine Art Turmzimmer zu sein. Ich lasse dich unter gar keinen Umständen alleine gehen. Gut, aber lass uns vorsichtig sein. Und ich werde vorgehen. Sobald ich das Gefühl habe, dass hier etwas nicht stimmt oder wir nicht hier sein sollten, dann drehen wir sofort wieder um, verstanden? Ja, ja, natürlich. Und jetzt geh schon, sonst stehen wir noch ewig hier und diskutieren. Ich gehe ja schon. Sei vorsichtig, die Stufen sind schon ein wenig ausgetreten und ich befürchte, das Holz könnte morsch sein. Guten Morgen, Herr von Elsternberge. Und guten Morgen, Frau von Goldbach. Ich hatte in eurem Gemach nach euch geschaut und als ich euch dort nicht angetroffen habe, begann ich mir schon Sorgen zu machen. Wisst ihr, dies Gemäuer hat schon ein paar Götterläufe gesehen und daher gibt es Bereiche, die Besucher besser meiden sollten. Zum Beispiel ist die Treppe zu den Vorratskellern nicht ungefährlich. Ich habe eure Reisegefährten schon darauf aufmerksam gemacht. Und ich fürchte, hier ist das Geländer nicht mehr an allen Stellen vertrauenswürdig. Deshalb wird diese Treppe auch kaum genutzt. Nun, wenn ich euch jetzt bitte in den Saal bitten dürfte. Das Frühstück wird in Kürze serviert. Bitte, nach euch. Oh, das verstehen wir natürlich. Nicht wahr, Leowin? Vielen Dank, dass ihr euch so fürsorglich um unser Wohl kümmert. Bevor wir uns dem Frühstück widmen können, sollte ich mich aber zuerst präsentabel machen. So kann ich ja schlecht vor unserem Gastgeber erscheinen. Vanya? Wo bleibt das Mädchen denn nur? Sie hat noch viel zu lernen als meine Zofe. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Übertreibe es nicht. Zeigt uns doch schon mal den Weg, guter Jast. Dann wissen wir nachher genau, wohin wir uns wenden müssen. Sehr wohl, Herr von Elsternberge. Folgt mir. So, da wären wir. Heil und sicher zurück in dem euch zugewiesenen Gemach. Tut mir bitte den Gefallen und versucht die Balustrade zu meiden. Es ist nicht wirklich sicher dort. Ach und, soll ich nach der Zofe schicken lassen? Das ist nicht notwendig, wie es mir scheint. Sie wird sicher gleich erscheinen. Wie er meint. Gnädige Dame, habt ihr gut genächtigt? Ach, da bist du ja. Ein bisschen spät, aber das kennen wir von dir ja schon. Na dann, auf, an die Arbeit. Mein Haar muss gebürstet und vor allem meine Wäsche gewaschen werden. Du weißt ja. Sicher, gnädige Frau. Ich lasse euch dann mal allein. Der hohe Herr erwartet euch zum Frühstück im Saal. Es wäre gut, wenn ihr euch eilen könntet. Eilen? Also Schönheit übereilt man nicht. Wir werden schnellstmöglich kommen und wollen den Herrn des Hauses nicht warten lassen. Wo sind eigentlich Bruder Ektor und Fräulein Pottbrauer? Sie sind zum Stall gegangen, um nach Hippolyta zu sehen. Ich empfehle mich. Solltet ihr noch etwas benötigen, schickt nach mir. Jast stolzierte davon. Und Melinka drückte Vanya verschiedene Kleidungsstücke zum Waschen in die Hand und gab dabei lautstark und ausschweifend Anweisungen, so dass auch der schwerhörigste Knecht einen Eindruck davon bekam, wie die Frau von Goldbach ihre Wäsche gepflegt haben wollte. Zum Glück hatte Leowin die Tür hinter Jast geschlossen, so dass niemand das von Zorn gerötete Gesicht von Vanya sehen konnte, die die Hände zu Fäusten geballt hatte. Wenn sie erstmal die Kinder gerettet und die Burg wieder verlassen hatten, konnte sich diese Person warm anziehen. Aurea und Ektor waren währenddessen auf dem Weg zum Stall, in dem das Pferd des Ritters untergebracht und versorgt worden war. Als sie gerade durch das Tor des Anwesens nach außen getreten und dem Weg die Rampe hinabgefolgt waren, drangen Wortfetzen von Melinkas Anweisungen von oben an ihr Ohr. Oh, Ektor, was habe ich mit dieser Idee nur angerichtet? Na, also wenn ich mich recht entsinne, dann kam die Idee mit Vanya als Sophia von Melinka und dem Herrn von Elsternberge. Du hast ja nur deinen Teil mit dem Wäschewaschen beigetragen. Ich war ja von Anfang an gegen diese Lügengeschichte. Aber jetzt haben wir damit begonnen und müssen dies auch zu Ende führen. Und vor allem mit den Konsequenzen leben. Travia möge uns vergeben. Na, wenn du meinst. Ich fühle mich trotzdem schuldig. Vanya ist in letzter Zeit... Sie ist so verändert. Früher war sie nicht so reizbar. Und ich mache mir Sorgen um sie. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich bin wirklich nicht gerne Ziel ihres Zorns. Vielleicht gehört das zum Erwachsenwerden mit dazu. Diese vielen Eindrücke, die auf uns hereingeprasselt sind. Und wir hatten ja nicht wirklich Zeit, diese zu verarbeiten und in Ruhe darüber zu sprechen. Also das sollten wir bald nachholen. Und das sage ich jetzt als Freund und nicht als Novize der Travia. Aber es ist müßig, sich jetzt Gedanken darum zu machen. Wir müssen uns erst um die Kinder kümmern. Schau mal, dieses große Gebäude dort. Das muss der Stall sein. Ich höre das Schnattern von Gänsen. Du würdest eine Gans auch aus dem größten Krawall raushören können. Schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Ich frage mich ja, wie wir die Kinder retten sollen. Immerhin haben wir keinen Zutritt zu bestimmten Bereichen des Anwesens. Und ich wette, genau da sind die Kinder untergebracht. Ja, das glaube ich auch. Ich denke, als erstes können wir uns einen Überblick über die Gesamtlage verschaffen. Den Kindern hilft es sicher auch nicht, wenn wir in die verbotenen Bereiche stürmen, entdeckt werden und man uns auch gefangen nimmt. Oder Schlimmeres. Du hast recht. Ich fühle mich nur ein bisschen hilflos. Sowas habe ich noch nie gemacht. So herumschleichen. Oh, hast du vergessen, wie du dich im Heuhaufen getarnt hast, als deine Eltern dich suchten? Das war schon fextenswürdig. Ach, veralber mich nicht. So, dann wollen wir mal nach der guten Hippolyta sehen. Hier sollte es ja auch einen Stalljungen geben. Vielleicht können wir den ausfragen. Ja, da drüben bei dem braunen Pferd steht jemand. Hallo du, den Zwölfen zum Gruße. Bist du der Stallbursche? Oh, meint ihr mich? Na klar. Oder siehst du hier gerade noch jemand? Das ist aber ein kräftiges Pferd, das du da am Halfter führst. Und gut gepflegt. Vielen Dank. Das ist Lukas, eins der Lastpferde des Herrn. Ich bringe es gerade zu Eusin, dass er es neu beschlägt. Ihr seid mit dem Ritter gereist, ist das nicht so? Ich habe euch gestern Abend vom Heuboden aus gesehen. Ja, wir gehören zur Reisegesellschaft des Herrn von Elsternberge. Ich bin Ektor, Novize der Travia, und das hier ist seine Knappin Aurea. Ich bin Eirik, der Stalljunge. Oh, dann seid ihr sicher hier, um nach dem Pferd zu schauen. Ich habe es gründlich abgerieben und gut gefüttert. Ich habe extra Hafer aus dem Schuppen geholt. Und ich habe die Wunde an seinem Fuß gesäubert. Ich hoffe, das war in eurem Sinne. Aber ihr wollt euch das sicher selbst anschauen. Ich muss mich zuerst um Lukas kümmern, aber dann bin ich gleich wieder hier, um euch Rede und Antwort zu stehen. Geht doch schon mal vor in den Stall. Ich weiß, es ist nicht besonders groß, aber den Pferden mangelt es an nichts. Das kann ich bei den Göttern beschwören. Ich bin mir sicher, dass du dich gut um Hippolyta gekümmert hast. So prachtvoll, wie dein Lukas aussieht. Man sieht, dass du ein Händchen für Pferde hast. Na, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Ein netter Junge. Aber er scheint reichlich verschüchtert zu sein. Wer weiß, wie er hier behandelt wird. Hast du gesehen? Seine Kleidung ist vielfach geflickt und aus seiner Hose ist er schon fast herausgewachsen. Außerdem ist er fast noch dürrer als Vanya, wenn das überhaupt möglich ist. Den Hafer hätte er wohl besser zu einem Brei für sich selbst machen sollen, als ihn Hippolyta zu geben. Sie ist wahrlich gut genährt. Hast du zufällig noch eine Leckerei einstecken? Vielleicht können wir ihn ja damit ein wenig gesprächiger machen. Und er kann es ohne Zweifel vertragen. Lass mich mal schauen. Ah, sieh an! Ich habe hier noch ein paar Trockenfrüchte und noch ein wenig von dem Süßgebäck, welches meine Mutter für uns eingepackt hat. Auf dich ist doch in diesen Dingen immer Verlass. Was willst du denn damit sagen? Ganz ruhig, Hippolyta. Na, dann zeig mal dein Bein her. Ja, so ist es gut. Braves Pferd. Noch etwas geschwollen, aber man sieht keine Anzeichen einer Entzündung und es fühlt sich auch nicht heiß an. Ja, ja, schon gut. Ich lass ja schon los. Eirik hat sich gut um dich gekümmert, Mädchen. Was wolltest du sagen, Ektor? Ach, halb so wichtig. Ich bin euren Spott ja schon gewohnt. Oh, Ektor, so war das nicht gemeint. Es ist nur, wie soll ich sagen, beruhigend, dass manche Dinge konstant bleiben, wo sich sonst so viel verändert. Und wer weiß, vielleicht rettet uns deine Angewohnheit, immer etwas zu essen in der Tasche zu haben, ja noch irgendwann das Leben. Schau, der Kerl mit dem Eirik da redet. Das muss der Schmied sein. Und der den Fürstrick an sich genommen hat, ist wahrscheinlich sein Knecht. Was hältst du von den beiden? Patras sagt immer, man soll nicht vorschnell über Menschen urteilen, ohne mit ihnen gesprochen zu haben, Aurea. Aber das kann ich mit Bestimmtheit sagen. Bei den Pranken möchte ich ihnen nicht in die Quere kommen. Ganz deiner Meinung. Sieh nur, wie Eirik gerade zurückgeschreckt ist, als der eine die Hand zu schnell gehoben hat. Es sieht ganz so aus, als hätte er schon mehr als einmal Bekanntschaft damit gemacht. Der arme Junge. Meinst du, wir können etwas tun, um seine Lage zu verbessern? Als Stalljunge steht er wahrscheinlich ganz unten in der Hackordnung. Da werden Ohrfeigen etwas ziemlich Alltägliches für ihn sein. Ich weiß nicht, vielleicht... Aber erst einmal müssen wir mehr über diese Burg und... ihre Bewohner sowie die Leute hier in Erfahrung bringen. Ah, da kommt er wieder. Ich hoffe, ihr seid mit der Unterbringung und Versorgung zufrieden? Aber ja doch. Besser hätten wir es auch nicht machen können. Hippolytas Bein sieht schon viel besser aus und sie macht insgesamt einen zufriedenen Eindruck. Wir haben dir zu danken. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Keine falsche Bescheidenheit, mein Junge. Du hast nicht nur deine Pflicht erfüllt, sondern dich auch mit großer Sorgfalt um das Pferd gekümmert. Dürfen wir dich vielleicht auf etwas getrocknete Früchte und Süßgebäck einladen? So als kleines Dankeschön? Ich weiß nicht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, nur wenn Eusin, das ist der Schmied, müsst ihr wissen, das mitbekommt oder einer von den Knechten, dann bekomme ich mit Sicherheit Ärger dafür, dass ich hier voll rumsitze. Mach dir darum mal keine Sorgen. Setzt du dich einfach hier hin? Ektor und ich, wir werden uns hierher setzen. So bist du ein bisschen von den Blicken der anderen abgeschirmt. Und wenn jemand kommen sollte und fragt, was wir hier tun, dann sagen wir einfach, dass du uns Bericht darüber ablieferst, wie du dich um das Pferd unseres Herrn gekümmert hast. Wenn er uns das aufgetragen hat und wir dich nun darüber befragen, nun, Da können Sie wohl kaum etwas dagegen tun. Wenn ich meine Frau Aurea... Hunger hätte ich schon. Gut, dann machen wir es so. Vielleicht kannst du uns auch ein wenig über die Menschen erzählen, die hier so leben. Also, außer dem Schmied. Das ist ja hier eine richtige kleine Dorfgemeinschaft. Wie man es nimmt. Wir können uns mit den alltäglichen Dingen selbst versorgen. Das ist aber auch notwendig, so abgeschieden, wie wir hier sind. Jetzt setz dich erstmal und iss. Und dann kannst du uns in Ruhe alles erzählen. In dem Schuppen da drüben lagen die Brennholz und auch die Sensen und Schaufeln und so Sachen. Daneben, das ist die Hütte der alten Hanna. Sie ist unsere Kräuterfrau und lebt schon immer hier. Hanna ist fast blind und ziemlich wundersam, aber ihre Medizin wirkt immer. Bei den Tieren und bei den Menschen. Ich mag sie, auch wenn sie ein wenig unheimlich ist. Immerhin haut sie mich nicht. Das hört sich ja so an, als wäre es normal, dass du geschlagen wirst. Das ist ja furchtbar. Naja, irgendwie schon. Aber ich will mich nicht beklagen. Immerhin habe ich ja ein Dach über dem Kopf und bekomme etwas zu essen. Außerdem habe ich ja keinen Platz, wo ich sonst hingehen kann. Was ist mit deinen Eltern? Die sind schon lange tot. Ich habe sie kaum gekannt. Das tut mir so leid. Ich denke nicht mehr so oft daran. Ich kann es ja eh nicht ändern. Und ich hätte schlechter treffen können. Aber ihr wolltet mehr über das Dorf wissen. Hier haben wir den Stall und... Da drüben ist die Schmiede, das seht ihr ja selbst. Lass mich raten. In diesem Haus wohnt euer Jäger. Wer sonst sollte Felle vor seiner Tür zum Trocknen aufspannen? Ist das ein Bärenfell? Was meinst du? Richtig, Ektor. Bei der Größe muss das ein stattliches Tier gewesen sein. Euer Jäger scheint ziemlich begabt zu sein. Ich glaube, ich muss mich mal mit ihm unterhalten. Aurea ist auch eine begabte Fallenstellerin und Fährtensucherin. Bladuit und Janis sind jetzt nicht sehr gesprächig, so wie die meisten hier eben, aber ich kann mir vorstellen, dass sie einem Austausch nicht abgeneigt sind. Wenn ihr ein Verständnis von dem habt, was sie tun, sprecht sie einfach an. Und die anderen Gebäude? Also da sind noch die Greifenfurter. Die arbeiten in der Burg und dann noch die Hütte von Albe und Luan. Die arbeiten auch für den Herrn. Und was ist mit der Hütte da hinten? Die sieht etwas heruntergekommen aus. Also, ja, die ist baufällig und leer. Ja, die steht leer und man sollte da nicht hingehen, genau. Aha. Ja, also, danke für das Essen. Ich glaube, ich muss dann jetzt weiterarbeiten. Ich hoffe, ihr versteht das. Sicher. Danke, Eirik. Du hast uns sehr geholfen. Die 12 mit euch. Das schöpfte davon. Bei Travia. Er hat uns angelogen. Oh ja. Hast du gesehen, wie er verstört zur Hütte rübergeguckt hat und dann zu der Schmiede? Vielleicht hat man ihm eingebläut, niemandem etwas zu sagen, was da wirklich in der Hütte ist. Meinst du, da haben sie die Kinder untergebracht? Vielleicht. Aber Brinwin hat erzählt, dass sie aus der Burg herausgelaufen ist, als sie floh. Sie sagte nichts von einer Hütte. Merkwürdig. Sollen wir uns die mal ansehen? Ich glaube, das fällt ziemlich auf, wenn wir hier über den Platz marschieren, direkt dorthin. Wir sollten für Ablenkung sorgen. Oder aber bis heute Abend warten. Noch länger warten. Oh, aber die Kinder. Ich weiß. Aber übereiltes Handeln hilft jetzt auch nicht. Vielleicht beraten wir uns erstmal mit den anderen, bevor wir sowas machen. Und was machen wir dann jetzt? Naja, wir wissen schon mal, worauf wir zu achten haben. Vielleicht hören wir uns weiter um. Wie wär's mit den Jägern? Da habe ich zumindest schon mal ein Gesprächsthema. Und vielleicht verraten uns die ja mehr als Eirik. Na dann los. Bei Firun zu den Jägern. Vanya war währenddessen ein großes Bündel Kleider balancierend unterwegs nach unten in den Waschraum der Burg. Jast hatte ihr den Weg gewiesen. Innerlich rumorte es in der dünnen Frau. Ihr Hass auf Melinka drohte schon wieder unkontrolliert nach außen zu treten. Am liebsten hätte sie die Kleidungsstücke stellvertretend in der Luft zerrissen. Aber sie zwang sich zur Ruhe. Sie musste den Anschein wahren. Ächzend ließ sie im Vorraum das Kleiderbündel fallen und blickte sich um. Zur Rechten war die große Tür, vor der sie gestern noch den komischen Geruch hatten wahrnehmen können, bevor sie nach oben gelaufen waren. Dieser Geruch lag jetzt immer noch in der Luft, wurde aber überlagert von heißer Luft, die aus dem Waschraum vor ihr in den Gang quoll. Jemand hatte wohl den Waschkessel dort angefeuert. Schweißperlen formten sich schon hier auf dem Flur auf ihrer Stirn. Dort drin würde es unglaublich heiß sein. Und wenn sie Melinkas Wäsche dort waschen würde, puh, das wäre Knochenarbeit bei der Temperatur. Zu ihrer Linken sah Vanya eine weitere große und schwere Tür. Das sollten die Privatgemächer sein, hatte Jast mehrmals zu verstehen gegeben. Sie hatte sein "Dort habt ihr nichts zu suchen" noch in den Ohren. Neugierig schlich Vanya zur Tür herüber. Sollte sie es wagen? Ein kurzer Blick konnte ja nicht schaden, oder? Sachte legte sie zuerst ihr Ohr an das Holz der Tür, und dann konnte sie auch wieder den komischen Geruch wahrnehmen. Irgendeine Mischung aus Kräutern, Tier und Schwefel. Widerlich. Hinter der Tür waren zwei Stimmen zu hören. Eine davon gehörte Hagol von Sturzenstein, die andere kannte Vanya nicht. Aber das würde sich gleich ändern, wenn sie einen kurzen Blick hineinwagen würde. Dann umfasste sie die grobschlächtige Klinke und drückte sie langsam herunter. Das Schloss gab ein leises Klicken von sich. Was machst du denn da? Oh, bei den Zwölfen! Es ist verboten, den Herrn Lederer bei der Arbeit zu stören. Also, ja, ist das hier nicht die Tür zum Waschraum? Nein, der ist hier drüben. Oh, Verzeihung, dann habe ich mich vertan. Na, sei mal froh, dass du nicht einfach so reingeplatzt bist. Der Herr Lederer kann sehr eigen sein mit seinem Labor. Ach, Labor? Das da ist das Labor vom Alchemisten Lederer? Ja, und jetzt komm da weg von der Tür. Das ist verboten. Ja, schon gut. Ich habe hier ja auch diesen Haufen Kleider zum Waschen. Ich habe den Zuber schon angefeuert. Ich muss auch einiges waschen. Wie schön! Dann können wir uns ja gegenseitig Gesellschaft leisten. Zeig mal, was du da waschen musst. Oh, das sind aber feine Kleider. Sind das deine? Ha, nein. Sowas werde ich mir nie leisten können. Von wem sind sie dann? Soweit ich gehört habe, ist der Burgherr Witwer. Eine Herrin gibt es also nicht. Hat er eine Tochter? Nein. Also, nein, keine Tochter. Ich sollte darüber nicht mit Fremden reden. Worüber sollst du nicht mit Fremden reden? Na, hierüber. Das ist mir unangenehm. Könnten wir nicht über was anderes sprechen? Hast du nicht eine schöne Geschichte vom Hof deiner Herrin? Sie ist sehr hübsch. Du musst es sehr gut haben, oder? Sie ist reizend. Das klingt ja nicht sonderlich begeistert. Aber verstehe schon. Mich hat sie gestern ja auch nicht sonderlich gut behandelt. So sind die edlen Leute. Naja, es gäbe schon Dinge zu erzählen. Aber das macht man nicht als Zofe, weißt du? Verstehe. Du? Vielleicht, also, wenn du es keinem erzählst und ich es keinem erzähle, aber du musst es schwören, dass du mich auch nicht verrätst. Ehrenwort! Na, dann reden wir ganz unter uns. Also, was gibt es denn so Tolles von deiner Herrin zu hören? Naja, eigentlich hatte ich zuerst gefragt, aber wo wir hier eh noch eine Weile zusammenschuften müssen. Man sagt, meine Herrin sei mal zur See gefahren. Siehst du hier diese Kleidung? Das ist die Kleidung einer Matrosin. Zur See? Du meinst so richtig auf einem Schiff mit Piraten und so? Ja, Piraten. Der edle Herr von Elsternberge hat sie vor den Piraten gerettet. Vanya begann eine ausholende Geschichte zu erzählen. Eine der reisenden Gauklertruppen, die durch Allenruh gewandert waren, hatten mal eine wirklich schnulzige Liebesgeschichte mit einer entführten Torwaler Prinzessin auf hoher See aufgeführt. Die Frauen aus Allenruh hatten an den Lippen der Schauspieler gehangen damals. Vanya war noch kleiner gewesen und hatte erst später ungefähr verstanden, worum es in der Geschichte eigentlich ging. Sie versuchte sich so gut es ging zu erinnern und es weiterzuerzählen und spiegte die Geschichte mit einigen realen Ereignissen wie dem Angriff auf die Flussschiffer. Es fiel Vanya schwer, so viel positive Geschichten über Melinka zu erzählen, aber irgendwann dachte sie gar nicht mehr nach, sondern schwelgte selbst in den Erinnerungen an die Gaukler und die Bardenlieder von damals. Und es schien zu funktionieren. Jannas Blick bekam einen verklärten Ausdruck, genau wie die Gesichter der Frauen damals im Gasthaus. Janna schien sich zu entspannen, und Vanya schien mit der Geschichte genau den richtigen Ton für die junge Magd getroffen zu haben. Mit jeder erzählten, liebevoll ausgeschmückten Episode schien sie mehr Zutrauen zu gewinnen. Wie romantisch. Und jetzt wollen sie den Travia-Bund eingehen. Schon toll, wie die Herrinnen Raja und Travia ihre Wunder tun. Vielleicht kommt ja auch mal ein Edelmann und rettet mich. Ach, musst du denn gerettet werden? Hier sind doch gar keine Piraten. So war das nicht gemeint. Du weißt schon, oder? Träumen wird man ja noch dürfen. Ach so, ja klar, verstehe. Dann rettet er dich und schenkt dir teure Kleider, wie die da. Genau. Von wem sind die denn jetzt? Du sagst es auch keinem? So hatte ich es versprochen. Also gut. Im Turmzimmer, da lebt eine edle Dame. Oha. Und warum muss man das so geheim halten? Naja, der hohe Herr lässt sie nicht gehen. Was soll das heißen? Er hat sie eingeschlossen da oben. Vielleicht hast du sie singen hören letzte Nacht. Ja, das traurige Lied. Ich habe mich schon gefragt, wer da wohl singt, aber Jast hat uns nichts verraten wollen. Es ist die Frau Lederer, weißt du? Aber, pst, das darf wirklich keiner wissen. Nicht mal Isil weiß davon. Nur Jast und ich, weil ich zufällig mal gelauscht habe. Keine Sorge, ich verrate dich nicht. Aber Lederer heißt doch der Alchemist, oder? Ja, er ist sehr kriescremig. Immer wenn das Thema auf die Frau Lederer kommt, weicht er aus und schickt uns fort. Und fragen sich die anderen nicht auch, was es damit auf sich hat? Doch, schon. Aber Jast sagt, dass das alles seine Richtigkeit hat. Sie wäre nur Gast hier zusammen mit dem Herrn Lederer. Aber ich glaube das nicht. Ein Gast würde doch mal aus dem Turmzimmer herauskommen. Und warum muss ich die schmutzige Wäsche immer von der Tür abholen und darf nie zu ihr hinein? Irgendwas ist da faul. Aber die anderen sagen immer, Janna, misch dich nicht in die Angelegenheiten der hohen Herren ein. Und ich will ja auch nicht meine Anstellung verlieren. Es wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Sehr eigenartig. Das Turmzimmer ist immer abgeschlossen, sagst du? Jast hat uns auch verboten, da hochzugehen. Ja, da darf niemand hin. Nicht mal der Herr Lederer. Ich glaube ja, dass der edle Herr sie da oben eingeschlossen hat, weil sie eine Hexe ist oder sowas. Was? Hexe? Woher weißt du das denn schon wieder? Das ist nur so eine Vermutung. Warum sollte man eine Frau sonst oben ins Turmzimmer sperren und niemanden an sie heranlassen? Ich meine, wenn sie mit keinem in Kontakt kommt, kann sie auch niemanden verhexen. Das ist doch klar. Das heißt, der Herr Lederer, also der Alchemist, und die Frau Lederer, die Hexe oder die feine Dame, die die traurigen Lieder singt, dürfen sich nicht sehen? Wie eigenartig. Vielleicht forscht der Herr Lederer ja, um mit einer seiner Tinkturen das Hexentum wegzumachen. Können Alchemisten so etwas? Ich weiß nicht. Psst, still, der Herr Lederer. Muss ich wirklich mitkommen? Was soll ich denn bei Tisch? Ich habe hier schon gegessen. Diese Fremden haben gehört, dass es einen Hofalchemisten gibt. Und es würde sehr auffällig sein, wenn du bei den öffentlichen Anlässen abwesend bist. Also komm jetzt. Sie warten sicher schon im Speisesaal. Wollen wir hoffen, dass sie schnell wieder verschwinden. Das stört meine Forschungsplanung gewaltig. Wir können es uns nicht leisten, so hohe Gäste zu verärgern. Und du bist doch sicher auch nicht, dass ich einen schlechten Ruf bekomme. Ah, nein. Lass uns dieses vermaledeite Frühstück hinter uns bringen. Puh, beinahe hätten sie uns bemerkt. Das hätte Ärger gegeben, wenn sie uns hier reden gehört hätten. Gut, dass der hohe Herr sich meistens nicht darum kümmert, was hier in der Waschküche ist. Sie scheinen sich ja nicht sonderlich zu mögen. Und was soll das heißen? Es würde zu auffällig sein. Der hohe Herr legt, glaube ich, viel Wert auf sein Ansehen am Hof. Sicher, so wird es sein. Du... Janna, ich glaube, ich bin hier fertig mit den Kleidern. Könntest du mir einen Gefallen tun? Was denn? Ich muss dringend mal wohin. Könntest du die Kleider gleich mit deinen mitnehmen und zum Trocknen aufhängen? Es ist wirklich dringend. Ich mach's auch wieder gut. Klar. Was musst du denn machen? Ich hab was vergessen. Etwas Wichtiges. Und wenn die Herrin bemerkt, dass ich es vergessen habe, gibt es Ärger. Keine Zeit für lange Erklärungen. Machst du das? Aber verrat es ja keinem. Keine Sorge. Ich schaff das schon. Von mir erfährt keiner was. Gut, warte. Dann wasch du noch zu Ende. Ich muss los. Mit diesen Worten wandte sich Vanya ab, verließ die Waschstube und schloss die Tür hinter sich. Sie versicherte sich noch einmal, dass keiner mehr zu sehen war und dass Janna ihr nicht folgen würde. Das war ihre Chance. Der Alchemist ist nicht in seinem Labor. Der hohe Herr war beschäftigt, wie wahrscheinlich der Rest der Belegschaft auch. Eine bessere Gelegenheit, um sich ins Labor zu schleichen, gab es nicht. Langsam und auf Zehenspitzen schlich sie auf die grobschlächtige Tür zu, hinter der diese komischen Gerüche waren. Sie drückte die Klinke herunter und versuchte, sie so leise wie möglich zu öffnen. Ein kurzer Blick, und schon war das dürre Mädchen durch den engen Türspalt im Labor verschwunden, und die schwere Tür fiel hinter ihr wieder ins Schloss.